Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Das ist das hier. Und ich bin angekommen im Kapitel 3, siebter Abschnitt, autoritärer Charakter antisozialer Persönlichkeitsstörung. Und das Kapitel wurde geschrieben von Hans-Jürgen Wirz, Professor Dr. Diplom Hans-Jürgen Wirth, Psychosozialverlag in Gießen. So. Autoritärer Charakter und antisoziale Persönlichkeitsstörung. Personen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung fühlen sich zu sozialen Beziehungen hingezogen, die durch, Zitat, rigide, vorhersehbare und durchorganisierte Interaktionen und Hierarchien, die auf dem Respekt von Höherrangigen beruhen, charakterisiert sind. So, nach Beruhen war das Zitat zu Ende und es ist bei Bateman und Fongay zu finden. Weil sie dort, Zitat, anfangen, auf leicht vorhersehbare Weise interagieren können, selbst wenn solche Interaktionen eingeschränkt und inflexibel bleiben. Zitat Ende. Gleiche Quelle. Auch wenn sich die Einstellung der antisozialen Persönlichkeit zu anderen durch Egozentrik und Rücksichtslosigkeit auszeichnet, können diese Personen, Zitat Anfang, starke Loyalität zu jemandem entwickeln, dessen Verhalten ihrem eigenen zu entsprechen scheint und sich mit ihm identifiziert. Viele Patienten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung haben das Gefühl, nur von einer Handvoll Menschen verstanden zu werden. Diese weisen gewöhnlich ähnliche antisoziale Tendenzen auf und können eine enorme emotionale Bedeutung erlangen. Zitat Ende, gleiche Quelle. Die Beziehungsdynamik, die Bateman und Fonagy hier beschreiben, entspricht in wesentlichen Zügen den Merkmalen des autoritären Charakters, wie er von Erich Fromm, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno empirisch untersucht und beschrieben wurde. Danach zeichnet sich der autoritäre Charakter durch Unterwürfigkeit gegenüber Autoritätsfiguren, Destruktivität, Zerstörungslust und starren Konformismus aus. Teils nimmt die autoritäre Persönlichkeit eine komplementär-narzisstische Position ein. Das hat er gefunden bei Willi 1975, indem sie sich machtvollen Autoritäten bewundernd unterwirft. Zum anderen Teil strebt sie aber auch danach, andere zu demütigen und sich gefügig zu machen, um dadurch ihr eigenes Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Die Begriffe autoritärer Charakter und antisoziale Persönlichkeitsstörung haben sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in verschiedenen Forschungszusammenhängen gebildet. Die Forschungen von Fromm, Horkheimer und Adorno entwickelten sich während des Aufstiegs des Nationalsozialismus und wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA fortgesetzt, um die erschreckende gesellschaftliche Attraktivität des Antisemitismus, der nationalsozialistischen Ideologie und des destruktiven Führers Hitler besser zu verstehen. Große Teile der Bevölkerung in Deutschland entsprachen diesem anti-autoritären Bild. Und da steht aber auch in den USA in Klammern. Der Begriff der antisozialen Persönlichkeitsstörung wurde hingegen in klinischen Zusammenhängen kreiert, um eine relativ kleine Gruppe extrem schwer gestörter psychiatrischer Patienten und Insassen von Gefängnissen diagnostisch zu bezeichnen und ihre Behandlung zu konzeptionalisieren. Konzeptionalisieren, nicht konzeptionalisieren.
konzeptualisieren. So. Merke, das sozialpsychologische Konstrukt autoritärer Charakter zielt auf eine kollektive Ebene, die durch politische Einstellungen und Meinungen, gesellschaftliche Ideologien, Vorurteile und Feindbilder gebildet wird und bringt sich in Zusammenhang mit kollektiven historischen Kränkungen und Traumatisierungen des kollektiven Selbstwertgefühls. Das klinische Konstrukt antisoziale Persönlichkeitsstörung nimmt die intrapsychischen, die beziehungs- und bindungsdynamischen Prozesse und die lebensgeschichtlichen Traumata in den Blick. So. Damit ist der graue Kasten zu Ende, es geht weiter. Die Prozesse auf beiden Ebenen weisen gewisse Parallelen auf. Zudem ergänzen und verzahnen sie sich miteinander. Einerseits weisen nur relativ wenige Personen, die man sozialpsychologisch dem autoritären Charakter zuordnen würde, eine antisoziale Persönlichkeitsstörung im engeren Sinne auf. Umgekehrt fühlen sich relativ viele Personen, die an einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leiden, dem Denken des autoritären Charakters verbunden. Weil ihnen das Denken in Hierarchien, Unterordnung, Konformität und Demütigung so vertraut ist und ihnen psychische Stabilität verleiht, nehmen sie oft eine Führungsposition in autoritären Gruppierungen ein. Zentrale Führungspositionen des Nationalsozialismus wie Hitler, Goebbels und Himmler scheinen durch einen malignen Narzissmus und eine antisoziale Persönlichkeitsstörung gekennzeichnet zu sein. So kommt der Historiker Longerich in seinen historischen Studien über Goebbels und Himmler zu dem Schluss, dass man die Motive und die Persönlichkeit dieser Figuren nicht verstehen könne, ohne auf den Begriff des Narzissmus zurückzugreifen. Goebbels erfülle, Zitat Anfang, alle wesentlichen Kriterien, die nach dem heutigen Stand der Psychoanalyse eine narzisstisch gestörte Persönlichkeit charakterisieren. Zitat Ende. Als hervorstechende Merkmale nennt er, Zitat Anfang, Sucht nach Anerkennung, Selbstüberschätzung, ratlose Arbeitswut, bedingungslose Unterwerfung unter ein Idol, Geringschätzung anderer menschlicher Beziehungen und die Bereitschaft, sich im Interesse der eigenen Sache über allgemein anerkannte moralische Normen hinwegzusetzen. Und das Ganze findet man bei Longerich 2010 auf Seite 12. Das Kapitel endet mit Prävention antisozialer